Ja, dann los. Schönes Intro. Ja, gefällt mir immer. Hallo Maha. Hallo Headpit. Ja, heute ist Sonntag, der 27. Dezember 2015 und ich muss mich jetzt so ein bisschen konzentrieren, dass ich nicht sage, dass wir uns im Phonodrom befinden, denn wir befinden uns auf dem 32C3 in Hamburg im CCH im Sendezentrum. 32. Chaos Communication Congress. Genau, oder im Sendezentrum. Chaos Communication Congress. Und machen, glaube ich, diesmal die erste Live-Sendung mit Publikum. Vom Genusscast. Genau. Ja. Ah, es gibt Live-Applaus. Ja. Die wissen doch gar nicht, wie schlecht es wird. Darum, die sind doch alle total begeistert. Genau, und ich muss laut sprechen, habe ich gehört. Ja. Worum geht's? Worum geht's? Wir sind heute in Hamburg und eigentlich warst du ja mit dem Thema dran. Nee, ich war dran mit dem Thema. Das weiß ich schon gar nicht Butter, mehr. Butter, Butter, genau. Butter du warst dran mit der Butter. Genau, aber da es in Hamburg ja zu den Feiertagen etwas schwierig ist, Dinge zu besorgen, die vielleicht noch gekühlt werden müssten, dachten wir uns, naja, wenn ich jetzt anfange, hier auf der Bühne Alkohol zu trinken, dann ist für mich der Abend gelaufen. Das hat Butter mit Alkohol zu tun. Darum dachte ich, genau, gar kein Alkohol für uns beide, sondern Limonaden. Aha. Und es geht heute um Hamburger Limonaden. Genau, wir haben ja schon mal über Berliner Limonaden gesprochen und genau. Über Wasser. Richtig, das war die Folge, hast du das noch im Kopf? Ich hab's nicht im Kopf. Nee, Wasser war kürzlich. Ja, Wasser war kürzlich. Wasser war Folge Nummer 10. Wasser? Genau. Und dann hatten wir die Folge über Limonaden, die war, ja... Länger her. Länger her. Da hatten wir noch wenige Hörer. Richtig. Folge Nummer... Aber wir haben immer noch wenige Hörer. Ja, das stimmt. Folge Nummer 3. Ja, Folge Nummer 3, genau. Genau. Ja, und darum habe ich heute mit dem Lieferanten des Vertrauens hier in Hamburg gesprochen. Und der hat uns eine ganze Reihe an Limonaden zur Verfügung gestellt. Und zwar ein paar Sachen, die vielleicht nicht so gängig sind. Also wir hätten natürlich jetzt auch mit dem ganzen Fritz-Sortiment loslegen können, wollten aber nicht. Und dementsprechend haben wir heute auch einige andere Limonaden da. Ja, genau. Also wir haben halt ein bisschen was Exotisches, was vielleicht nicht jeder kennt, obwohl hier in Nerdkreisen sind die Sachen eigentlich meistens bekannt. Und ja, wir können auch so ein paar grundsätzliche Sachen sagen, warum es in Hamburg Limonaden gibt und was für Ideen dahinter stecken. Das ist nämlich ziemlich interessant. Das ist nämlich nicht einfach nur Limonade, sondern Limonade mit verschiedenen Ideen. Und ich denke, da wir sowieso nur geschätzt 2 Minuten pro Limonade haben, fangen wir gleich an. Und aber dann kann ich auch was gleich zu den ganzen Ideengeschichte sagen. Aber genau, du machst noch eine Gesundheitswarnung. Genau, Gesundheitswarnung. Limonaden enthalten Zucker, Koffein, Chemie oder andere Sachen, die nicht gut sind. Also auch da, der übermäßige Verzehr ist nicht gut für euch und eure Gesundheit. Darum machen wir das ja für euch, stellvertretend. Genau. Um einfach... wir riskieren unsere Gesundheit. Genau, für euch. So, ja. Dann ich habe Durst. Dementsprechend würde ich sagen, wir fangen erstmal an mit einer Bildumschaltung. Aha. Und haben die Deichlimo. Und zwar für die Kamera mache ich. Ach, das ist ja ein Öffnungswerkzeug hier. Damit kann ich nicht umgehen. Warte, ich mache das mal klassisch. Okay. Dann machen wir eine andere Flasche. Das ist gar auf. Kein Problem. Wir den Kongress noch überleben. Wir sind ja vorbereitet auf sowas. Also, Heckbeat hat gerade für die, die uns nicht sehen können, hat gerade die Flasche so ein bisschen geöffnet wie eine Champagnerflasche, so mit Köpfen. Und der Hals ist zersplittert. Wenn ich wüsste, wo Claudia den Karton hingestellt hatte. Ersatzflasche, denn wir sind gut vorbereitet und haben Ersatz. Ah ja. Okay, also es geht bei der ersten Limonade, ich kann es ja schon mal sagen, um Deichlimo. Deichlimo ist ein relativ junger Anbieter aus Hamburg. Die haben erst 2014, also im letzten Jahr, losgelegt. Aber was ich halt so interessant fand,
auf der Seite von Deich Limo, das ist übrigens ein Getränkefachgroßhandel, Tatzen, die jetzt auch auf Limonade machen, da sieht man halt viele typische Eigenschaften dieser Hamburger Limonaden. Also erstmal, dass oft Getränkegroßhandel dahinter stecken, das ist auch schon ein Charakteristikum. Und dass sie alles Gutes, dass sie alle Gutes tun wollen, das ist auch hier zu finden, nämlich es gibt immer einen guten Zweck. Ich lese das mal vor, von jeder konsumierten Flasche geht ein fester Teil an die Seenotretter. Gut. Und dann gibt es so eine gewisse Exklusivität. Also das, hier steht extra, dass sie stolz darauf, nee, Moment, nein, es steht woanders. Ah, das Ziel war es, ein Produkt zu entwickeln, welches, na, dieses welches, also das relativ pronomen müsste eigentlich das heißen, ausschließlich der regionalen Gastronomie und Hotellerie vorbehalten ist. Also na, Exklusivität vorbehalten ist mit altmodischen Relativpronomen. Aber das Schöne ist, Sie beliefern ja auch den Genusscast, das, also müssen wir ein sehr exklusives... Ja, wir sind ja gerade in Hamburg. Genau, und sehr exklusiv. Ja, exklusiv. So. Ja, dann Prost. Prost ist diesmal die klare, nicht in der Türtrübe. Ja, also wenig Zucker. Wenig Zucker. Mhm. Das könnte aber daran liegen, dass wir so viele Eiswürfel da drin haben, die teilweise geschmolzen sind. Nee, ich habe ja nur einen drin. Also ich trinke mal einen Schluck pur, auch wenn warme Apfelschorle nicht zu meinen Lieblingsgetränken gehört. Also ich muss sagen, ich finde die Relation zwischen Wasser und Saft sehr, sehr gut. Also dadurch macht es sehr, sehr spritzig. Es ist nicht sehr klebrig, also es ist nicht sehr pappig, wenn wir es sagen würden. Also ja, darauf sind Sie auch wiederum stolz, dass Sie mehr als 5% Fruchtanteil drin haben. Okay. Denn bei weniger dürfen Sie sich nur Erfrischungsgetränk, dürfen Sie Ihr Produkt nur Erfrischungsgetränk nennen. Und da muss also mehr Fruchtgehalt drin sein. Ja, oder? Ja, aber sehr gut. Sehr gut. Also mir schmeckt es. Also das ist ein echter Lichtblick. Jetzt kommen wir mal in die Variante. Gleich die Naturtrübe hinterher. Genau. Also ich bin ja großer Fan von Naturtrüben Apfelsaft. Auch hier für die Kamera. So, gucken wir mal. Jetzt hat das Wasser abgetrunken. Das heißt, wir haben das echte Geschmackserlebnis. Ich lege das jetzt mal hier rum. Nimmst du oder soll ich einschenken? Ja, nee, geht schon. Ich finde auch Naturtrübe Apfelsaft, das riecht gleich viel, viel besser. Das ist einfach viel, viel intensiver. Mhm, das stimmt. Das riecht anders. Oh, mehr Säure. Ja, ist mehr Säure drin. Mehr Säure. Aber ganz auffällig. Also noch weniger Zucker. Mhm. Ist auch gut. Noch gesünder. Noch gesünder. Ja, kann man empfehlen. Aus dem Norden für den Norden ist das Motto von Deich Limo. Die kommt ja aus Husum, ne? Ja, die kommt aus Husum. Also wir nehmen den Großraum Hamburg. Genau, also das gab halt, ja, gut. Das muss man vielleicht gar nicht so eng sehen. Genau. Nö, ja, finde ich gut. Also ja. Sehr schön. Sehr kann man schön. Empfehlen. Jetzt gehen wir weiter in den Bereich der Orange. Es gibt nämlich auch eine Deich Limo Orange. Ich finde ja auch, das Etikettendesign ist auch hier hervorragend. Und bei der Orange ist jetzt auch die erste Flasche, wo die Inhaltsstoffe auf der Seite draufstehen. Auf der Apfelsaftflasche war es, glaube ich, nicht mit aufgedruckt. Und guck mal, ist es drauf oder habe ich es bloß nicht gesehen? Nein, da steht was Kleingedrucktes am Rand. Wenn ich das jetzt anschaue, dann muss ich die Flasche schräg halten. Das möchte ich jetzt nicht tun, wenn da noch was drin ist. Aber hier steht drauf, was drin ist. 60% Fruchtsaft. Okay. Nicht schlecht. Ja. Also hier haben wir natürlich das Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Säurungsmittel, Zitronensäure und so weiter und so fort. Ein bisschen Farbstoff drin, ein bisschen einfach etwas Stabilisatoren, Ascorbinsäure. Ja, 8,8 Gramm Zucker. Ja, probieren wir mal. Ja, probier einfach mal. So, weil hier gerade jemand twitterte, dass die Apfelschorle ist natürlich keine Limo im eigentlichen Sinne, sondern Apfelschorle. Da ist dann auch mehr Frucht drin und da muss dann halt nur drinstehen Apfelsaft und Wasser. Und hier haben wir es natürlich jetzt mit so einem richtigen, ja, kreierten Produkt zu tun. Da gilt das jetzt, dass mehr als 5%
Frucht drin sein muss, sonst ist es nur ein Erfrischungsgetränk, also Limonade ab 5% Frucht und da sind natürlich noch andere Sachen drin. Ja. Ich finde, da riecht man gut die Orange durch, definitiv. Auch sehr lecker. Sehr orangig, finde ich. Ja. Ich finde, da kommt auch so ein leichter Mandarinenton drin. Hast du mal geguckt, ob da auch Mandarinen drin sind? Ich stehe, glaube ich, nicht drauf. Also ich hast du noch eine Flasche? Ich habe noch eine Flasche hinten drin, ja. Ja, nee, dann lass. Das dauert dann zu lange. Aber das wär interessant. Also es ist sicherlich nicht reine Orange. Nee, da steht nichts dabei von Mandarinen. Aber es stimmt, es schmeckt sehr mandarinig. Hat einen Mandarinengeschmack, finde ich. Also das würde mich eigentlich stören, aber naja. Nee, ist gut. Weil sonst ist es gut, ja. Das mit diesen zwei Bechern ist irgendwie doof. So. Okay. Machen wir weiter mit einer Sorte, die ich nicht so mag. Holunder ist für mich immer sehr, sehr klebrig. Oh, ich mag Holunder. Und in diesem Fall haben wir eine, auch im gleichen Design. Also man merkt halt, auf dieser Flasche ist ganz schön zu sehen, das Design ist relativ gleich, die Farbe ändert sich. Und in der Mitte des Rettungsringes ist praktisch immer die abgebildete Frucht. Ach, Rettungsring wegen der Seenotrettung. Ja, jetzt genau, genau. Ah. Und oh, das ist ja auch dieses Weiße auf diesen gedruckt, sieht man auch sehr schlecht. Der hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Zucker. Gott, was sind da drin? Mineralwasser, Apfelsaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel, dann kommt Zitronensäure. Wann kommt denn eigentlich Holunder? Na, Holunder müsste drin sein, wenn es Holunder ist. Ja, das wundert mich gerade auch. Limettenaroma ist drin, andere natürliche Aromen, Ascorbinsäure. Also, bitte sag mir, dass da Holunder draufsteht. Oh weh, das ist aber wirklich schlecht zu lesen. Da muss ich mir erstmal. Es ist weiß auf gelb. Das ist auch wieder klasse. Oder? Das ist doch echt unglaublich. Nee, aber ich lese nichts von Holunder. So, ich glaube, ich muss das mal so einem Gast hier vorne in der ersten Reihe geben, dass die mal gucken, weil wir können so schlecht lesen. Wir sind alle schon über 30. dementsprechend. Mach mal auf. Ja, sicher, oder? Steht nicht drin. Ja. Also es riecht sehr nach Holunder. Ja. Also Holunder-Limonade habe ich ja schon selber gemacht, also aus Blüten. Mhm. Ist eigentlich sehr einfach. Man sammelt Blüten, bisschen Zitronensaft dazu. Und dann... Also schmeckt wie Holunder? Ja, schmeckt nach Holunder und schmeckt ziemlich süß im Vergleich. Aber ist kein Holunder drin. Ja. Ja, seltsam. Aber ich finde es nicht schlecht. Also dafür, dass ich kein Holunder mag, ist es... Ja, okay. Also da habe ich Besseres getrunken. Gut, also würde ich nicht nochmal kaufen. Gut, Zitrone. Zitrone? 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 Zitrone. In diese Richtung die Zitrone diesmal. Man sieht auch hier ganz schön die kleine Zitrone im... In den Rettungsring drin. Was haben die denn auf dem Holunder-Ding drauf? Eine Holunderblüte. Ah, tatsächlich. Ja. Wenn man weiß, was es ist, sieht so ein bisschen aus wie Edelweiß, aber... Hier ist 8,2 Gramm Zucker drin, müssen wir mal gucken. Das andere war gerade mit 9,1, also etwas süßer. Das heißt, die Zitrone sollte wieder etwas... Alter. Flasche rüber. Ups. Ja, riecht wie wirklich wie so Zitronenlimo aus dem Supermarkt. Es schmeckt aber auch nicht so süß. Stimmt. Der Unterschied ist, glaube ich, dass es nicht so süß schmeckt. Man muss weniger Zitronensäure drin sein, weil zum Schluss ist es auch nicht dann so trocken auf der Zunge. Ja, ja, also es ist eigentlich sehr angenehm. Es könnte fast was anderes als Zitrone sein. Also weil es wirklich gar nicht nach Zitrone schmeckt. Findest du? Ein bisschen sauer, aber ganz leicht nur. Ich finde vorne raus schon sehr nach Zitrone. So, jetzt werde ich das nochmal in meinen Spuckbecher hier schütten.
wollte nur das Eis sparen, das habe ich mal ausgetrunken. Ich habe noch so viel Eis da, macht dir keinen Gedanken. Ja, also, guck mal, hier hinten ist noch eine ganze Schüssel voll Eis. Also hat mich nicht überzeugt. Nee, mich auch nicht. Wenn du das magst, gerne. So. Ist gut, aber jetzt nicht mein Favorite. So, jetzt geht's weiter mit Cola. Da habe ich mich gefragt, was wird das Logo sein? Und dann sieht man Eiskristall. Aha. Auch die Flasche rot und es sieht auch eher innen drin eher so rötlich aus, ja, als irgendwie... Das sieht so gar nicht nach Cola aus. Ja, gucken wir mal. Wie viel Zucker? Na, lass mal kosten. 11 Gramm. Okay. So. So. Also es riecht sehr nach Cola. Riecht sehr nach Cola? Ja. So der typische Cola-Geruch. Ich muss hier mal ein bisschen mal hier umschichten. Das ist sonst mir... Und es schmeckt sehr süß. Also gar nicht mein Ding. Nee. Also ist so eine Riech-Cola. So eine Riech-Cola, ja. Riecht so ein bisschen wie Premium-Cola. Mhm. Ja, erinnert an Premium-Cola, aber es ist süß. Sehr süß. Oh ja. Ich meine. Und wie viel Säure ist denn da drin? Das geht ja direkt auf die Zähne. Stimmt, ganz unangenehm auf den Zähnen. Boah, mein Gott, nee, das geht gar nicht. Also sehr unangenehm. Nicht mein Fall. Nee. Not my department. Gut, weiter im Text. Cola, Cola, Premium Cola. Premium Cola, ja, wir wechseln den Anbieter. Genau. Wir kommen zu Premium Cola, das muss ja dabei sein. Wir werden aber nicht so viel über Premium Cola erzählen, weil die meisten sich ja auskennen. Denn der Uwe Löbermann hält ja viele Vorträge dazu, die man auch im Internet findet. Und ich habe schon einen Podcast mit ihm gemacht, nämlich bei Liedkultur, geschrieben 1337 Kultur, Folge 25, extra die Jubiläumsfolge, Brause und Bier, Braun mit CC-Lizenz. Genau, da war er dabei, hat auch sein Konzept erläutert. Da geht es gar nicht so sehr um die CC-Lizenz, sondern mehr darum, halt irgendwie entsprechende Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung und so weiter hinzubekommen. Aber das können die Leute sich am besten in dem anderen Podcast anhören. Genau. Wir hatten damals aber, glaube ich, gar keine probiert in dem Podcast. Das können wir jetzt endlich mal nachholen. Vielleicht gibst du mir mal was. Und selbstverständlich. Ich finde das Design der Flasche total super. Sehr minimalistisch. Es gibt einfach gar keinen Vorderaufdruck, sondern nur diesen Rückaufdruck. Und schwarz-weiß, also ein echt Klassiker. Ja, und schmeckt ja auch. Ist ja hervorgegangen. Also sie haben die mit der Initiative ja angefangen. So hat Uwe erzählt, ich gebe das jetzt einfach mal wieder, als Afrikola die Rezeptur geändert hat. Genau. Und sie wollten den klassischen Geschmack von Afrikola wiederherstellen. Und doch, das hat was. Also der Geschmack hat was. Ich finde, das zum Schluss schmeckt das so ein bisschen malzig. Das finde ich sehr angenehm. Ja, ist auch so ein ganz milder Cola-Geschmack. Ja, das ist es. Und es ist nicht so penetrant süß, also wenn wir das vergleichen mit der Deich-Limo. Ja, das stimmt, definitiv. Die ist bedeutend angenehmer, nicht so süß. Und ich mag dieses malzige, rauchige fast schon zum Schluss. Ja. Ja, angenehm. Sehr angenehm. Können wir also sehr empfehlen. Und auch dieses tolle Etikett und so. Also das ist schon wirklich... Wirklich schon Premium. Achso, so heißt es. Genau. Gut. Ja. Jetzt kommen wir mal zu was ganz anderem. Jetzt kann ich endlich mal loslegen. Jetzt kannst du loslegen, oder? Bis dato haben wir jetzt wirklich uns zurückgehalten. Es gibt so eine freiwillige junge Dame im Publikum. Ich sehe sie gerade nicht. Richtig, wir wollten das... Da hier. Der einzige Grund, warum ich das eigentlich besorgt habe... Oh, es gibt Fragen. Es gibt Fragen. Mach du mal Fragen, ich mach auf. Ich mach Fragen, du machst auf. Gut. Also, von welcher Frucht sind denn in der Cola 5%? Ja, ist ja keine Limo. Von daher... Ich hole mal ein Glas. Ja, gut. Jetzt kann ich das leider nicht lesen. Also, ich könnte es lesen, wenn ich die Flasche drehen könnte. Bitte schön. Kannst du mal gucken, was der Inhaltsstoff ist? Also Cola-Nuss ist ja eigentlich
Also, natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff, E150D, Säurungsmittel E338, Aroma, Koffein, natürliches Aroma. Tja, also das passt nicht. Also es sind keine 5% Frucht drin. Aber es steht ja auch nicht Limo drauf. Es ging ja nur, es darf ja nur Limonade draufstehen oder Limo draufstehen, wenn da mehr als 5% Frucht drin ist. Und das ist ja Cola, da muss also nicht Frucht drin sein. Und das sind halt Aromastoffen, die diesen typischen Cola-Geschmack ausmachen. Die Cola-Nuss ist da, glaube ich, nicht mehr beteiligt. Aber das weiß wahrscheinlich Uwe besser. Aber die Cola-Nuss ist ja schon seit 100 Jahren. Bist du an oder bist du aus? Muss ich da was drücken? Ich drücke da mal drauf. Guck mal, ob du jetzt an bist. Ah, die nächste Frage bezieht sich auf das, was jetzt kommt. Oh. Dann musst du schon verraten, was es ist. Kuckumist, würde ich sagen, oder? Kuckumist, glaube ich. Ist nicht Kuckumist? Kuckumist? Kuckumist. Kuckumist? Kuckumist. Kuckumist? Ja, ja, Kuckumist. Okay. Bin ich relativ sicher. Genau. Sei denn, jemand hat jetzt ganz gute Argumente, warum das anders ist. Nee, Kuckumist. Okay, das erste Erfrischungsgetränk auf Gurkensaftbasis aus Deutschland. Produziert mit einer nachhaltigsten Abfüllung und bla bla bla. Hochwertigem Mineralwasser, vegan, 100% erfrischend. Mit Fructose gesüßt mit einem Hauch von Basilikum. Okay, das ist ja echt abgefahren. Der perfekte Durstlöcher mit 5% Gurke. Und ich würde das ergänzen mit perfekten... Dann nimm doch das Mikrofon, wenn das du was Mikrofon sagst. Soll jetzt funktionieren. Das sollte jetzt funktionieren. Das funktioniert jetzt? Funktioniert das? Hört man mich? Super. Ausgezeichnet. Denn ich dachte mir, als ich das erste Mal... Entschuldigung. Das erste Mal, als ich von dieser Limo gehört habe, das war tatsächlich irgendwie über das Internet, eine auf Gurkenbasis Hamburger Limo, dachte ich mir, das wäre doch geil mit Gin. Das war mein erster Gedanke. Ich bin in Berlin da erstmal nicht rangekommen, ist schon eine Zeit lang her und jetzt hattet ihr das und jetzt dachte ich, hey, ich habe Gin dabei und wäre doch nice, das irgendwie mal auszuprobieren. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, gerne. Wie, in welchem Verhältnis? Ich bin jetzt hier abgemeldet. Du fragst mich Dinge. Was fragst du mich? Woher soll ich das wissen? Wir probieren das jetzt aus. Wir probieren das jetzt mal aus. Ich mache jetzt mal hier auf gute... Pi mal Daumen. Oh Gott, ja. Also es sind 2Cl, oder? So. Ja, ja. 2Cl... Kann ich denn auch das pur übrigens, bekommen? Also nicht unbedingt vom Gin? Das ist übrigens sehr, sehr guter Gin aus den München. Auch The Duke kosten, Gin. Aber erstmal, ja, von dem hörte ich schon. Danke. Ach so. Hast du auch schon mal mir getrunken, oder? Gurkenlimo pur. Also ich wollte es erstmal pur probieren. Also, Kuckumis ist halt der lateinische Name für Gurke. Und von daher ist das ein sehr, ja, sehr naheliegende Bezeichnung. Ich möchte sagen, die Farbe ist ausgezeichnet, oder? Ja, die Farbe ist gut gelungen. Ich habe so das Gefühl, die leuchtet im Dunkeln. Das ist geil. Ich finde das gut. Ja, schmeckt gurkig. Also das riecht oder wie Gurkert, wie die Franken sagen. Gurkert. Es riecht wie, als würde man an so einem Glas Cornichons riechen. Oder lecken. Du leckst. Also schmeckt ganz gut, aber doch seltsam. Boah, das kann man nicht trinken, oder das Zeug? Schmeckt wie warme, süße, keine Ahnung. Oh. Und? Wie also ist die Erfahrung? Ich würde jetzt doch gerne Gin haben. Wow. Einen winzigen Schluck. Einen winzigen Schluck. Danke. Ich muss mich nochmal vergewissern. Also ohne Alkohol ist das schwer zu konsumieren. Ich muss es jetzt auch mit Alkohol probieren. Ja, ganz anders. Anders? Dann schmeckt es auch nicht mehr so nach Gurke. Oh, ja, also... Oh Gott, ey, Leute. Ich weiß nicht. Ihr seid doch echt alle, ihr habt doch keinen Geschmack. Mm. Also, das ist ein ganz sonderbares Getränk, muss ich sagen. Ich habe also, Maha, ganz ehrlich, für mich schmeckt das so ein bisschen einfach wie Gurkenwasser. Ja, ja. Also, du weißt schon, die eingelegten sauren Gurken... Es enthält auch zu wenig Zucker, glaube ich. Ich glaube, es hat relativ viel Zucker. Also hat das denn 5% Gurkensaft? Also ich meine, es muss ja... Ja, also steht zumindest 5% drauf. Gurke, genau. Also hier steht natürlich das Mineralwasser. Gurkensaft aus Gurkensaft. Ja, was aus was ja, sonst? Ja.
Also wir werden mehr über die Brausen erzählen, das stimmt. Ich werde gerade darauf hingewiesen von Black Baron, dass wir mehr erzählen sollen zu den Limonaden und zum Aussehen und so. Also wie gesagt, das sieht ein bisschen aus wie Gurkenwasser oder wie irgendwas, was selbst leuchtet. Und es schmeckt wie Gurkenwasser. Es schmeckt wie Gurkenwasser. Also schmeckt muss ich tatsächlich sagen. Und, darf ich mal die Flasche haben? Natürlich. Ja, Gurken sind ja, also erstmal Gurke. Das Wort Gurke. Ja, gut. Ja, bitte erzähl. Das ist nämlich ein polnisches Lehnwort. Ja. Wie heißt Gurke auf Polnisch? Ogurek. Ja, Ogurek. Also man hört Ogurek. Ja. Woher weißt du das? Die Gurke. Das polnische Wort wiederum kommt aber aus dem Altgriechischen. Da bist du wieder dran. Ja, Aguros heißt unreif, grün. Und so in der Art ist das eben auch. Aber bestimmt, mit Gin geht es. Ja, mit Gin geht viel. Vor allen Dingen Gurkenwasser. Mhm. Ich finde, das passt. Ja. Ja, sag ja. Vor allen Dingen, weil der Gin so schön den Gurkengeschmack ausblendet. Plötzlich schmeckt es nicht mehr nach Gurkenwasser, ja. Das ist das Ding. Ja, also, Kukumis hat auch die schöne Internetadresse kukumis.hamburg. Ja. Das ist eine echte Hamburger Spezialität. Aber in vielen Teilen Deutschlands sind natürlich Gurken eine Spezialität. Zum Beispiel auch in Franken. Ja. Und wer kommt zufällig aus Franken? Da schau her. Ja, naja. Ich. Ich weiß. Ich nicht. Ja, ne, Spreewaldgurken, nee, genau. Spreegurken, genau, aus dem Spree, da baut man die, glaube ich, die meisten Gurken an. Nee, da bin das ich sind gar nicht zumindest so sicher. Die bekanntesten. Aber die Spreewaldgurken sind sehr, sehr interessant und auch sehr, also bekannt und sehr gut auch. Aber Gurken gibt es auch in Franken und es gibt Gurkenschnaps, das ist eine Spezialität aus Coburg. Ach. Und der Coburger Hackerspace, das Heckzocktum Coburg, hat ein neues Getränk entwickelt. Das wurde unter anderem auf dem Camp vorgestellt, da habe ich das erste Mal getrunken. Und das hat ziemlich viel Ähnlichkeit. Wirklich? Mit diesem. Also in den Genuss bin ich leider nicht gekommen. Das also es gibt sogar eine Seite im Camp-Wiki, die heißt, also unter Projects, Gurk. Also das Getränk heißt Gurk und besteht aus Gurkenschnaps. Das ist die Coburger Spezialität. Okay. Und das wird dort gereicht mit Clubmate. Also Gurkenschnaps mit Clubmate. Und es schmeckt ähnlich, nur dass der Gin hier besser ist als der Gurkenschnaps. Ja, aber sonst, wie gesagt, das Endprodukt Gin ist relativ ähnlich. Aber ganz ehrlich, also die Limo an sich, ich habe sie jetzt nicht pur probiert. So würde ich aber wirklich sagen, es ist also Gurkenwasser mit Kohlensäure. Ja, so ein bisschen, ja, wirklich. Es ist jetzt nicht wirklich was, also so als, ich finde es tatsächlich interessant als Grundlage für einen Cocktail. Lass mich nochmal pur kurz probieren. Ja. Kann ich mir durchaus vorstellen irgendwie, aber ich weiß nicht. Also das Zeug an Geruch sich ist schmeckt also dafür braucht jetzt man den nicht Gin so wirklich geil. Ich glaube, den Gin braucht man, um den Geruch zu übertünchen. Ah, ja. Oder Nase Geschmack zu halten. Der Geschmack ist gar nicht so schlimm, finde ich. Der Geruch ist fies, gell? Ja. Ja. Hm? Ja. Es riecht einfach fies nach Gurkenwasser. Ja. Also saures Gurkenwasser, Cornichon-Wasser, whatever. Die Gurke ist übrigens ein Kürbisgewächs. Klugscheißer. Ist ja ein Bildungspodcast hier. Ja, ist ein Bildungspodcast. Nee, das ist völlig okay. Don't get me started. Und ich finde die Farbe sehr geil, weil es wirklich aussieht wie... die Farbe ist schön, ja. Ne, so ein bisschen also fluoreszierend und hat was. Also wie so... radioaktiv kontaminiertes Getränk ist super lecker. Ja, also es ist, es hat was auch von Tonic. Also Gin Tonic zum Beispiel. Genau. Also wenn du richtiges Tonic Water hast, dann ist das ja auch durch dieses Chinin, fluoresziert das ja. Richtig. Und das ist hier ähnlich. Deshalb wahrscheinlich auch die Assoziation mit also Gin. Meine Assoziation, als ich dieses Getränk gesehen habe, war eben, ich trinke meinen Gin Tonic tatsächlich lieber mit Gurke anstatt mit Zitrone. Also das finde ich leckerer. Mhm. Das finde ich auch immer eine sehr geile Überraschung, wenn mich die Bedienung in einem Restaurant oder Cocktailbar oder was fragt, ob ich denn meinen Gin Tonic mit Gurke oder mit Zitrone haben will. Ah, ja. Finde ich schön. Und deswegen war meine Assoziation Gurke, Gin
irgendwie passt das für mich geil zusammen. Und ja, deswegen, als ich das gesehen habe, es gibt eine Gurken-Limo, da muss Gin dazu. Ja, passt. Habt Und ihr, er wird besser. Ja, wird besser. Habt ihr den Schluck auf? Nee. Nee. Also Lee Ruff wettet, dass wir von der Gurken-Limo Schluck aufbekommen. Nein, nicht. Also ich musste zwar rülpsen, aber das gilt zählt, glaube ich, nicht als Schluck. Nee, das kommt auch von der Kohlensäure. Kein, ja, richtig. Ich werde, glaube ich, in Zukunft, wenn ich Gurkensaat mache, einfach das Wasser, was da rauskommt, durch meinen Sodamax jagen. Und dann habe ich, glaube ich, das Gleiche. Also, es das ist eine super Idee. Also, einfach mal das Cornichon oder saure Gurkenwasser durch einen Sodamax und dann hast du die perfekte Gurkenlimo. Ich dachte, du tust dann einen Schluck Gin an deinen Gurkensalat. Ja, das kommt dann hinterher. Das wäre auch eine gute Idee. Kann ich denn mal einen winzigen Schluck von dem Gin pur? Nein, niemals. Ich glaube, in unserem Gin-Podcast hatten wir deinen auch gehabt. Warum? Ihr hattet einen Gin-Podcast? Ja, wir hatten schon einen Gin-Podcast, ja. Warum war ich da nicht eingeladen? Warum hast du dich nicht eingeladen? Wann macht ihr den nächsten, zum Beispiel einen Wodka-Podcast oder sowas? Oh, da müssen wir uns aber wieder für Samstagmorgen verabreden, weil sonst wird das für uns hart. Wodka-Podcast? Schick mir einen Invite. Genau. Ich bin dabei. Krieg mal hin. Ja. Der Whisky-Podcast hat mich schon. Nee, Whisky will ich nicht. Whisky mag ich nicht. Aber Gin und Wodka wäre ich mit dabei. Krieg mal hin. Ich dränge mich jetzt total unauffällig auf. Kann ich verstehen. Kann ich ja. Jeder will mit uns podcasten. Das ist ja, natürlich. Schon hallo. Also, bitte. So, soll ich jetzt mal so einen Cut machen hier? Neue Brause, Gurkenwasser neue Brause, vorbei. Genau, soll ich Gurkenwasser abhauen? Vorbei. Du kannst gerne bleiben. Und wir können bei der nächsten. Darf ich bleiben? Echt? Ich fühle mich hier gerade sehr wohl. Wir könnten. Ich könnte ja einfach so als. Verdammt, gerade wollte ich sagen, ich könnte jetzt einfach zu jeder Limo noch ein bisschen Gin dazu schütten, aber ja, nee. Schwarze Johannisbeere, Zitrone, wo ist denn das Ding? Wir könnten bei der nächsten, bevor du jetzt irgendwas sagst, die Leute mal was raten lassen. Ja. Zum Beispiel, wie viele Früchte insgesamt beteiligt sind an den Limonaden, die wir jetzt vorstellen. Oh, das ist interessant. Also bei Gurken sage ich sondern, eine. Sondern an denen der nächsten Firma. Genau, die Firma ist Orangenkopf. Orangenkopf aus Hamburg. Aus Hamburg, natürlich. Ich möchte erwähnen, das ist ein blöder Name. Ja, gut. Also wenn der Orangenkopf heißt, ist ja bestimmt schon mal eine spezielle Frucht schon mal drin, also die Orange. Also wer schätzt, wie viele Früchte jetzt kommen? Nicht alle auf einmal. Was zu gewinnen? Na, keine, ist nicht so gut. Drei, fünf, vier. Wer hat drei gesagt? Gut. Wer bietet mehr? Nee. Also es sind tatsächlich Schlumpfsaft. Schlumpfbeerensaft. Jeweils drei, also insgesamt neun. Also wir trinken jetzt hier einmal Brause mit Mutter Natur. Da ist massig Frucht drin, hier steht hier. Ja, es heißt nicht Brause, sondern Brause. Ja, stimmt, mit dem E da hinten. Oder Brose oder so. Ernsthaft? Mutter Natur steht da drauf? Ja, mit Mutter Akzent. Natur. Mit gepresster Mutter Natur. Ja, Orange, geil. Johannisbeere, Zitrone. Ich wollte schon immer mal Mutter Natur trinken. Probier mal, Herr Hase. Vielleicht hättest du die schütteln müssen vorher. Meinst du? Ich glaube, die ist genug geschüttelt gewesen. Wir hatten die ja hier hochgetragen. Damit die Mutter Natur irgendwie noch so welche überall welche ist das denn jetzt? Die erste. Ah ja. Shownotes. Also Orange, schwarze Johannisbeere, Zitrone. Sieht auch sehr rot aus. Was zur Farbe, was sollten wir noch sagen? Rot. Also aus Hamburg, wie gesagt, Orangenkopf heißt die Firma. Ganz ehrlich, also der Durchsatz unten, also was so, der sieht ein bisschen wie Schimmel aus. Egal. Was? Ist bestimmt lecker. Da ist Maca-Pflanze drin, ne? Genau, da ist die Maca-Wurzel drin. Das ist eine süßliche Pflanze, die der also die gewisse Heilungskräfte zugesprochen werden, aber leider alles ohne Nachweis. Wir wissen also nicht genau, ob es hilft und gegen was, aber soll gesund sein. Also sowas wie Honig ist gesund allgemein. Kommt aus den Anden und wird dort seit ungefähr 2000 Jahren angebaut. Mhm. Angeblich, so sagt die Wikipedia. Und man kann da, also es soll gegen diverse Krankheiten helfen, beziehungsweise allgemein gesund machen, die Maca-Pflanze. Und ja, du dann wirklich an Honig, oder? Ja, das ist so eine süßliche Knolle, also die Wurzel der Maca-Pflanze.
Nee, jetzt von der Beschreibung her, wie gut es hilft. Ich finde es wieder zu süß. Ich finde, die schwarze Johannisbeere kommt sehr, sehr stark durch. Kommt durch, ja. Ja. Und dadurch wirkt es sehr bitter. Dadurch merkt man die Zitrone und die Orange gar nicht mehr. Aber sehr bitter wird es und dann zum Schluss wieder sehr süß. Das ist ein bisschen irritierend. Sehr süß. Aber es ist kein Zucker, sondern mit was wird gesüßt? Wie heißt Zucker? Fruchtzucker? Stevia? Stevia, genau. Ah, Stevia. Okay. Also, mich erinnert das Ganze tatsächlich an Grapefruit. In der Gesamtheit. Echt nicht? Also, das ist eine andere, also ich kann es verstehen, weil Johannisbeere tatsächlich etwas bitter wirkt. Aber wir haben gleich noch Grapefruit, das kannst du vergleichen. Das Bittere mit dem Zitronen-Orangenanteil hat für mich so ein bisschen. Ist eine andere Art bitter zu sein. Du kannst es gleich vergleichen, wir haben die Grapefruit auch. Ja. Ah, sehr gut. Aber ich glaube, das ist lecker. Also das wäre eine Limo, die ich mir auch durchaus mal kaufen würde. Gut. Also, weil sie ist erfrischender als die meisten Limos. Ich brauche noch ein bisschen Eis. Wahrscheinlich durch das Bittere. Ja, Eis. Ach, ich hab noch. Also, brauchst du Eis? Im Übrigen bin ich bei Stevia immer an die Fernsehserie Breaking Bad erinnert. Wer sie noch nicht gesehen hat, ich werde nicht spoilern. Doch, bitte aber Spoiler. Stevia spielt da eine entscheidende Rolle und es ist so gut. Als das erste Mal Stevia auftaucht, wusste ich schon, was passieren wird. 2 Staffeln später. Es ist ja auch einfach eine der besten Serien überhaupt. Ich finde es übrigens unfassbar irritierend, dass ich mir ein Mikrofon die ganze Zeit aktiv an den Mund halten muss. Das ist schwierig. So, wir machen weiter. Ja, sehr schön. Sehr schön. Diesmal auch wieder 3 Fruchtsorten hier drin. Orange, Stachelbeere, Grapefruit. Ich bin ja persönlich sehr, sehr großer Grapefruit-Fan. Ich auch. Ich hoffe, es ist schön. Obwohl ich mir das nicht gut vorstellen kann. Stachelbeere, Grapefruit. Warte, Stachelbeere, Grapefruit und? Orange. Ja, Orange ist ja immer dabei. Genau. Ja. Ist ja der Orange im Kopf. Ich finde es eine schöne Farbe. Man merkt zwar nicht an der Farbe, dass sie orangig ist. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Das ist echt so. Erinnert so ein bisschen tatsächlich an Stachelbeere. Ja. Auch nicht an Grapefruit. Wunderschöne Farbe, aber ich stehe auch einfach auf grün. Das Gurkenzeugs. Ich finde, es riecht. Also, ich finde, Grapefruit riecht man durch. Ja, da hast du auch den Grapefruit-Geschmack. Er kommt auch durch. Ganz ehrlich? Die Stachelbeere kommt gar nicht so durch. Das schmeckt unglaublich flach. Eigentlich, ganz ehrlich, jetzt. Vielleicht mag es auch daran liegen, was ich vorher getrunken habe. Im Vergleich zur Johannisbeere schmeckt es eher flach. Also, super flach. Ja. Also, eher Wasser mit. Zum Spritzer halt nicht so Zitrone. Süß. Also, das wäre eigentlich das Gleiche. Also ist ja nicht so süß. Und die Idee von Orangenkopf ist ja auch, eben gesünder zu sein. Deshalb Stevia, Mackerwurzel, da ist auch die Idee des fairen Handels, glaube ich, mit dabei. Da müsste ich jetzt noch mal gucken, da bin ich nicht ganz sicher. Ja, aber ganz wirklich, wenn ich mir zu Hause so eine super billige, ich habe gar nichts mehr im Haus, Limo zusammenmische mit Instant 49 Cent Zitronensaftkonzentrat mit Süßstoff, schmeckt das ungefähr genauso. Also ich bin auch nicht überzeugt, weil hat nur 3 Gramm Zucker, das merkt man. Aber ich finde, ich habe mich wirklich so auf die Grapefruit gefreut und die Stachelbeere, die beide doch sehr, sehr säure. Also ich schmecke überhaupt keine Grapefruit. Intensiv sind. Das doch, ist also ein bisschen, Grapefruit schmeckt man ein bisschen durch. Aber es ist sehr flach. Also als Limo ist. Ja, überzeugt mich nicht. Nee, überzeugt mich auch nicht. Also. Also ich sehe jetzt nichts von finales Fazit von mir ist lame. Ja, ist nett gemeint. Lecker, aber lame. So, jetzt bin ich mal auf die nächste gespannt. Ja, also. Ist es von dem gleichen Hersteller? Gleicher Hersteller. Diesmal geht es um Orange, Zitrone. Brause mit Mutter Natur. Ach genau. Ja, genau. Brause. Wir haben hier einen Akzent. Ja. So, Herr Hase. Danke. Was haben wir denn da? Also, die ist sehr gelb. Orange, Zitrone, Maracuja. Maracuja ist, glaube ich, sehr. Habt ihr einen Spuckbecher? Ja. Guck mal, du kannst hier einfach einen. So ein Restebecher? Das ist jetzt gerade der Restebecher. Ausgezeichnet. Da kommt man sich sehr zivilisiert vor, wie beim Weintesten. Die Reste einfach wegschütten. Auch da fehlt Zucker. Also, ich meine, Zucker ist ja auch nicht dran, klar.
Doch, da ist auch 3 Gramm Zucker drin. 3 Gramm? Ich dachte, 3 Gramm Zucker. Da steht also 0% Zucker. Ja, Kohlenhydrate davon Zucker. Damit meinen sie halt irgendwelche Süßungsmittel, weil es noch andere Süßungsmittel drin sind. Nee, was sie damit meinen, ist der Fruchtzucker. Tatsächlich. Okay. Ah, den können sie wahrscheinlich vermeiden. Aber sie machen Zucker keinen Zucker dran. So, da steht ziemlich hier extra nix. 0% also, Zuckerzusatz. Wenn du einen Apfel isst, dann hat der mehr Zucker als das hier. Okay. Also finde ich auch wieder flach. Also es sieht sehr aus nach Fanta. Also die schwarze Geruch, Johannis ist mehr... Geruch ist säurer als Fanta. Oh nee, das schmeckt ja gar nicht. Da, wo ist ein Maracuja dahin? Orange, Zitrone, ja. Maracuja, nicht vorhanden. Ja. Es schmeckt nicht nach Maracuja. Nee. Null. Nee, null. Gar nicht. Also meins ist es nicht. Also ich bin auf jeden Fall von diesem Orange, Produzenten Zitrone. Sehr für die Johannisbeer, schwarze Johannisbeer. Die ist ganz gut, aber das ist jetzt nicht überzeugend. Ich muss jetzt mal spucken hier, weil das ist... Nee, es schmeckt wirklich genau wie eine... Jetzt eine saure Zitronenlimonade. Quatsch, eine saure Orangenlimonade. Mhm. Also so wie eine stinknormale Fanta, wo du noch so einen Spritzer Zitrone irgendwie dazu tust. Brauchst du noch ein Glas? Mal? So schmeckt es für mich. Passt schon. Nee, also... So, also das war nix. Erfrischend, aber... Ja, Geschmäcker sind dann unterschiedlich. Und ich fand halt wirklich diese Johannisbeer, die hatte was. Aber das ist schön, der Spuckrest sieht mittlerweile aus wie so ein Long Island Iced Tea. Vielleicht ist es auch. I don't want to try. So, machen wir weiter im Text, oder? Ja, Orangina. Ja, bitte. Es erinnert mich an Orangina. Nee, das Orangina Ding. Ist intensiver. Definitiv. Nee. Na gut. Lemonade. Das ist auch aus Hamburg? Das wusste ich gar nicht. Ja, gibt es in Berlin auch ganz häufig. Ja, ne? Weil es in Berlin so ein super Hype irgendwie hatte, dieses ganze Lemonade. Wo ich tatsächlich ja die Namensgebung ganz lustig finde. Mit dem Rettungszeichen. Mhm. Ich habe aber relativ wenig davon getrunken. Ja, ich kenne nur die Teesachen. Es gibt irgendwie so auf Tee basierte Dinge. Ja, genau. Klär mich auf, bitte. Es gibt die Submarke von Lemonade, die Cherry Tea heißt. Und Cherry Tea, wie der Name schon sagt, die unterstützen halt unterstützenswerte Projekte und so. Und also das heißt, ein Teil des Verkaufspreises geht da in Charity, wie man auf Englisch sagen würde. Was ja grundsätzlich schon mal eine gute Sache ist. Und ist eigentlich eine gute Idee. Und sie haben halt verschiedene Sorten von Teegetränken, also Cherry Tea, eben Black, Red, Green und Marty. Also schwarzer Tee. Weiß eins denn genau, wohin die Charity geht? Ja, das ist auf der Seite. Leider ist die Seite gestalterisch. Gerade unavailable. Also die bräuchten mal einen... So einem Webentwickler oder also jemand, der ihnen da mal eine Webseite macht. Die bräuchten mal einen Webentwickler. Naja, also. Aufruf ins Internet, die bräuchten mal einen Webentwicklerin. Und ganz schlimm ist, wenn man oben auf den Link Good Side klickt, dann kommt nämlich Flash. Genau, ich kann auch kein also Flash. Das wollen wir nicht. Flash gibt es bei mir nicht mehr. Und ja, bei mir kommt dann die Warnung, hier kommt Flash. Bei mir kommt hier einfach, ich brauche Flash und ich habe kein Flash. Ja, und. Also die Seite ist halt mit riesigem weißem Rand und dann ganz klein. Und wenn man das vergrößert, dann geht der Rand trotzdem nicht weg. Also das ist nicht schön. Okay, warte, ich probiere. Also wie gesagt, Lemonade Beverages, neuer Kamp 25 in Hamburg. Und die machen halt dieses Cherry Tea. Und da steht auch, was sie für Projekte machen. Okay. Erster Eindruck, schmeckt gut, ist keine Limonade. Schmeckt ja, ist ja eigentlich so eine Art Eistee. Also ja, richtig. Ist ja keine es ist Limonade. Genau wie so... es erinnert mich extrem an Pfirsich-Eistee. Ja, genau, das soll es ja auch sein. Ich lese mal vor. Schwarzer Tee getroffen. Mit Zitrone, biologisch angebaut und frisch aufgebrüht. Also die Sachen mit Tee, im Gegensatz zu Lemonade, sind sozusagen Eistees. Und dann gibt es halt die eigentliche, also es ist immer die gleiche Firma Lemonade. Die haben halt eben noch die Produkte, die mit dem Namen Lemonade verkauft werden. Das sind halt Limonaden. Und Eistees werden halt als Cherry Tea verkauft. Wobei das auch ein bisschen komplex ist, weil, also das ist jetzt hier
wirklich mal Eistee. Also der Black ist halt einfach Eistee mit Zitrone. Hm. Aber die anderen Charities haben diverse Fruchtanteile. Also zum Beispiel die Mar, im Moment, die Mate enthält Orange. Grüner Tee enthält Ingwer und Honig. Gut, Ingwer ist nun auch keine Frucht. Und der rote Tee, also Rooibos ist das, enthält Passionsfrucht. Also ganz, sind also 3,8 Gramm Zucker drin. Ich finde es 3,8%. 8 Gramm Zucker. ich finde das Design der Flasche sehr schön. Ja. Und es ist halt, also wirklich ganz simpler Bio-Schwarztee. Bisschen Agavendicksaft zum Andicken. Dann ein bisschen Zitrone. Und zum Süßen natürlich. Genau. Und ich finde, ja, sehr unspektakulär, aber schmeckt gut. Ja. Ja, unspektakulär. Also es kommt bei mir rüber wie einfach, also Pfirsicheis-Tee. Vielleicht auch irgendwie. Naja, ist Zitronen-Eistee, ja. Also Pfirsich-Geschmack ist wenn nicht. Wenn eins den von Nesti, den, also bla. Diesen ekligen, widerlichen Tetrapack-Dings. Der ist halt super süß. Und das ist halt das so ein bisschen in weniger süß. Ja, also ich würde auch angenehm. Eistee in weniger süß. Genau. Richtig. Also an sich eine schöne Sache. Ich finde nur die Größe bei sowas immer ein bisschen problematisch, weil, also wenn ich richtig Durst habe, dann reicht mir persönlich 0,33 nicht. Dann möchte ich mindestens 0,5. Die kriegt man übrigens in Bioläden, diese Charity-Sachen und auch die Lemonade. Aber vor allen Dingen Charity habe ich oft in Bioläden gesehen. Ich oder du gehst in so Hipster-Kaffeeläden in Berlin, da verkaufen die auch immer. Aber ich habe sie jetzt tatsächlich noch nie in einem normalen Supermarkt gesehen. Irgendwie so. Und jetzt mit Supermarkt meine ich so normale Lebensmittelgeschäfte wie Rewe oder. Also diese Ketten. Ja, gut, da gibt es das wahrscheinlich nicht. Da habe ich es noch nie gesehen. IKEA? Irgendjemand aus dem Publikum sagte IKEA. Bei IKEA gibt es das, hören wir gerade aus dem Publikum. Wichtiger Hinweis, anscheinend gibt es das Charity bei IKEA. Da ist das finde ich cool. IKEA ist ja auch so die erste Adresse, wo ich meine Lebensmittel einkaufe. Ich kann das Köttbullar nur empfehlen. Und sie haben sehr, sehr gute Knäckebrot, wie heißt das auf Schwedisch? Smörrebröt. Aber das, also riecht mal dran. Also wir sind jetzt beim Roten, also genau, Rooibos oder Rooibos, also Rotbusch-Tee. Und der ist mit Passionsfrucht. Bitte nur ganz wenig. Aber es riecht irgendwie, also... Also ich finde, da ist nach wie vor... Der Geruch ist komisch. Ich kann es nicht definieren. Ich kann es sehr genau definieren. Es riecht genauso... Jeder von uns war schon mal auf Schullandheim irgendwo. Der Früchtetee. Genau, richtig. Aus dieser Kanne, die schon quasi die, also wo nur Früchtetee rauskommt, die quasi schon diesen Belag angesetzt hat. Der Früchtetee, von dem ich behaupte, es gibt ein unbekanntes Netzwerk, das unter ganz Deutschland verlegt ist und dass jede Jugendherberge den gleichen Früchtetee in diese Kannen aus dem Hahn bekommt. Mhm. Weil den Geschmack kennt jeder. Ja, das riecht wirklich, also riecht und schmeckt wie so ein Standardfrüchtetee. Also ich finde, Rooibos kommt da gar nicht durch. Also null. Also ne, das ist genau. Fahr in irgendeine Standard-Jugendherberge und trink den Früchtetee. Ja. Der ist schon zwei Stunden erkaltet und dann schmeckt das genauso. Ja, ja. Das stimmt. Das und ist, der schmeckt kalt besser als warm. Doch, es stimmt. Aber dieser Charity Red, der ja nun aus Rooibos ist, der ist, hat was von Jugendherberge. Ja. Das ist richtig. Ja. Das ist wirklich. Und das ist jetzt gar nicht mal abwertend. Also ich meine, ich habe den kalt, habe ich den echt gerne getrunken, aber das war, also ich bin da negativ geprägt von Jugendherbergsaufenthalten und Schullandheim. Also, ja. Landschulheim oder Schullandheim? Was? Frage also, in die Runde, Schullandheim oder Landschulheim? Was habt ihr gesagt? Nee, was ist deine. Wie wurdest du geprägt? Landheim. Also jedenfalls waren wir in so komischen Jugendherbergsähnlichen Einrichtungen mit der Schule. Das nannte sich Wandertag. Oh, okay. Ja, so alt bin ich schon. Und dann waren wir in solchen Einrichtungen mit Schlafsälen.
Also ich habe das noch in dunkler Erinnerung, wo da die Kinder in so 30 Personen Schlafsälen waren. In dunkler, böser ganz Erinnerung, war furchtbar, ja. Ganz furchtbar. Nee, aber es gibt so, also ich bin ja öfter mal umgezogen innerhalb Deutschlands und da wurde ich dann irgendwie, als ich nach Karlsruhe gezogen bin, sehr böse angefeindet, weil ich Schullandheim statt Landschulheim sage. Deswegen frage ich das immer. So. Ich kenne es auch nur als Landschulheim. Ich glaube, das ist egal. Ah. Aber wie auch immer. Es schmeckt nach Früchtetee. Ein interessanter Effekt, was mein Gedächtnis angeht. Durch den Genuss dieses Tees kommen mir diese ganzen Bilder, die ich längst verdrängt habe, wieder. Genau das. Also unglaublich. Die also du wahrscheinlich auch zu Recht... Tee, wenn man sich erinnert fühlen will an richtig, wenn ihr einen Reminder braucht an eure Jugend, dann trinkt diesen Tee. Kein Rotwein, kein Weißwein, kein Whisky, sondern Tee. Nee, wirklich. Also es schmeckt jetzt nicht schlecht, aber es schmeckt halt nach Schullandheim. Ja. Und damit kann man Positives und Negatives verbinden. Furchtbar. So, was wir zwei Sachen haben wir jetzt nicht. Wir haben den Charity Green und Charity Green haben wir nicht, gell? Der fehlt uns im Sortiment. Ja. Ach, das ist jetzt Lemonade? Hast du nicht Mate? Hier haben wir doch noch. Hast du nicht Mate? Doch, die Mate habe ich, genau. Ja, die möchte ich nochmal testen. Ja, dann machen aber die Green Charity haben wir nicht. Weiter. Also ich stelle das mal hier hin, damit die Leute das sehen können. Aber wie gesagt, nur wenn man sich erinnert fühlen will. Genau, richtig. Wenn man das Bedürfnis hat, sich an seine Jugend in der Schule zu erinnern. So, jetzt gucke ich mal, wie das hier so schmeckt. Es riecht schon mal nicht sehr süß, finde ich, finde Also so sieht es aus wie Bier. Ja, aber guck mal, man hat ja meistens so, dass es so schäumt. Ja, das ist ja nicht wie Bier. Also mir hat mal jemand erzählt, dass der Grund für die Entstehung von Clubmate oder Bronte oder wie das mal hieß, tatsächlich war, dass man was haben wollte, was so ein bisschen aussieht wie Bier, aber kein Bier ist. Ah, okay. Also dass das so schäumt, das wusste ich nicht. Also so würde ich jetzt tatsächlich sagen, es sieht aus wie ein Pilz halt irgendwie so. Also ganz klassisch. Es riecht nicht so. Mate-Tee aufgebrüht mit Zitronen und Orangensaft. Ich finde, dadurch schmeckt es sehr mild. Es gibt ja Mate, die schmeckt sehr röstig und sehr stark geröstet. Dadurch kommt es sehr angenehm. Man merkt auch am Geruch, es ist nicht sehr arg süß. Hier steht drin 4 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Das heißt, im Vergleich zu den anderen Mate-Sorten, die wir gleich noch verkosten werden, sehr ist viel weniger. Sehr, sehr viel weniger. Also ich finde es angenehm vom Geschmack. Ich mag es also sehr jetzt gerne. Jetzt würde ich sagen, ist es fast eine Favoritenmate. Ja. Also ich mag Mate grundsätzlich ehrlich gesagt nicht besonders. Ich habe natürlich auch klassisch mit Club Mate angefangen und dann irgendwie Flora Mate und was man halt so kennt, alles mal durchprobiert. Und mir war Mate, ich bin kein Mate-Fan und mir war Mate immer zu süß und irgendwie zu, ich konnte es nicht richtig definieren. Aber das wäre jetzt eher eine Mate, die ich gerne trinke. Kann man trinken. Ja, doch. So. Also würde ich trinken. Ja. Weiter mit Limonade. Und zwar jetzt, oder Lemonade. Und zwar jetzt die Variante aus Limette. Farblich auch sehr giftgrün. Ja, das ist aber auch, weil es eine grüne Flasche ist. Naja, aber auch der Inhaltsstoff ist so leicht grünlich, gegen das Licht, wenn ich das halte. Wirst du gleich in deinem Glas sehen. Stimmt. Hat so ein bisschen was von dem Gurkenzeug. Ja, richtig. Ja. Hat genau was. Jetzt guck mal vom Vergleich her. Das sieht ein bisschen fluoreszierender aus, aber das ist ein bisschen mehr gelb. Riecht gut. Das riecht so ein bisschen wie so eine Gummilimette. Kennt ihr die Dinger? Mhm. Gummilimette? Das ist, was man kaufen kann in dieser Limettenform, wo dann so Limettensaftsäure Zeug... Achso, du meinst das Instant Zitronen- oder Limettending. Genau. Das gibt es in gelb und grün. Genau, grün, für mich heißt es Gummilimette oder Gummizitrone. Alles klar. Das hat so eine Plasteflasche. Ja. Diese Squeeze-Flaschen. Genau. Oh, was war das? Angenehm. Oh, finde ich auch gut. Oh ja. Ja. Das hat was. Definitiv Limette. Also die Farbe ist eigentlich schön, also nicht ganz so schrill wie das Gurkenwasser. Ja. Und es ist nicht Kurkumis. Wirklich süß. Das finde ich sehr angenehm. Obwohl es wenig süß, ja. Ja, aber es kommt, das täuscht durch die Limette. Es hat nämlich 6 Gramm Zucker, also mehr als der Rest. Mm. Natürlich durch die Säure in der Limette wird es relativ gut runtergeregelt. Und darum schmeckt es so, wie es jetzt gerade schmeckt. Aber erfrischend. Ich finde es gut. Und auch so eine sanfte Kohlensäure.
Ja, so leicht feinperlig finde ich das Ganze. Sehr feinperlig, ja. Feinperlig. Also finde ich sehr angenehm. Ja, feinperlig. Ja, wir sind halt Experten. Und eine schöne Flasche auch, aber natürlich 0,33 ist immer ein bisschen zu wenig, wenn man Durst hat. Mhm. Ja, richtig. Ich finde das aber immer echt zu wenig. Das ist ja grundsätzlich das Problem. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier bei Maracuja jetzt nicht mehr enttäuscht werde. Jetzt geht es hier zu Lemonade Maracuja. Und farblich wirklich... ja, sehr Maracuja-farbig vom Fruchtfleisch her. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze so schmeckt. Also die Farbe finde ich schön. Oh ja, das riecht schon mal so, wie ich es erwarte. Nach Maracuja? Moment. Ja. Wirklich? Ja, wirklich. So, gib also wirklich nach einer wirklich reifen Maracuja. Ja. Bin ich mal gespannt. Es hat auch so ein bisschen Fruchtfleisch mit dabei. Ja, also ich reiche weiter. Ja. Oh, mag ich. Das kann man da schon gar nicht mehr sehen. Schöne Säure. Riecht sehr nach Maracuja. Oder? Ja, also schon vom Weiten. Wenig Kohlensäure, was ich angenehm finde. Ja, die Kohlensäure ist so ein bisschen flach, oder? Aber finde ich in dem Fall gut. Weil ich glaube, Säure und Kohlensäure noch zusammen wären ein bisschen too much. Und Maracuja ist ja grundsätzlich eher was schon relativ viel Säure enthält. Also Maracuja-Saft kann ich nicht unverdünnt trinken. Schmeckt wirklich. Ich tue da mal noch ein bisschen Eis dran. Ich finde es gut. Also, ja. Sehr gut. Das schmeckt wirklich gut. Ah, auf Twitter tut gerade The TJ23 kund, dass von ihm der The Duke Gin ist. Ja. Ah, herzlichen Dank. Dankeschön. Ich finde ja grundsätzlich bei allen Limonaden, die wir heute Abend probieren, so ein Schluck Gin würde alle besser machen. Naja, ich weiß nicht. Also jetzt ganz ehrlich, zu dem könnte ich mir auch wirklich gut Gin oder Wodka. Wodka. Du bist halt für nichts zu fies, man merkt das halt. Also. Nee. Mann. Also ich finde auch, gerade dazu würde ich nicht Gin trinken. Also Wodka. Wenn, nee, ich weiß es nicht, ob ich da Wodka zu trinken werde. Aber das ist ein ganz guter Punkt. Sieht zwar aus wie Wodka, ist aber kein Wodka. Wir machen mal eine Zwischenspülung, oder? Yay, Wasser. Genau, Wasser. Voll toll. Ja, wir sind da ja auch schon, ist ja auch auf unserer Liste. Genau, was von Lemonade uns fehlt, ist die Blutorange. Auf die war ich sehr gespannt, aber war leider kurzfristig nicht verfügbar. Blutorange ist lecker. Das Publikum sagt, Blutorange ist lecker. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Weil ich bei Gelegenheit kaufe. Genau. Das gibt es ja zum Glück fast überall. So, Herr Hase, Wasser, laut oder leise? Kleinlaut. Kleinlaut? Hast du auch kleinlaut? Ich habe auch ein bisschen laut, ja. Ja, es gibt ja kleinlaut. Also kleinlaut habe ich von der Firma. Ist es Medium oder was? Von der Firma, die hat vielen Dank, laut und leise. Beide, also leise beide ist sehr gut. Naturell, also genau. Ohne. Genau. Und laut. Laut ist Sparkling. Ist Sparkling, genau. Und dann gibt es halt noch, was die Deutschen, glaube ich, als still bezeichnen. Das gibt's, das heißt Kleinlaut bei denen. Das finde ich schön. Ich finde sowieso, also grundsätzlich kann man zu der Marke sagen, ich kenne sie schon, Viva Con Aqua. Genau, Viva Con Aqua. Eine sehr schöne Firma, die auch echt unterstützenswert ist, weil die so, sagen wir mal grob, für die Weltwasserhilfe irgendwie sich einsetzen und jede Flasche Wasser, die man davon kauft, geht an einen guten Zweck. In dem Fall für Wasser für alle. Ich weiß nicht genau, wie die Institution heißt. Ja, die haben eine eigene Stiftung. Genau, Also, wie gesagt, ist ja immer die Frage, wie macht man das mit dem Charity? Ja, genau. War ja vorhin schon die Frage. Also auf der Charity-Seite stehen halt bestimmte Projekte, aber auch nicht so ganz klar. Und Viva Con Agua, die haben tatsächlich eine Stiftung ins Leben gerufen für gemeinnützige Projekte. Also das ist auch, das ist eine Stiftung, die haben entsprechende Berichtspflichten und so, kann man also schön überprüfen. Und die unterstützen halt gerade Projekte, die mit Wasser zu tun haben. Denn das Problem ist ja, dass Bottled Water, wie man es ja auch nennt, also Wasser aus Flaschen, ein großes Problem darstellt. Ja, weil halt Plastik und all sowas
Und das will man eigentlich nicht. Also man sollte ja eigentlich als bewusster Mensch Wasser aus dem Wasserhahn trinken. Richtig. Wenn man gut genuges Wasser, ja, was zum Beispiel in Berlin und in Hamburg der Fall ist. Natürlich, selbstverständlich. Aber manchmal geht es halt nicht so. Also zum Beispiel hier für unsere Speaker und so, die müssen da schon irgendwo eine Flasche neben sich haben. Und da muss man halt irgendeine Lösung finden. Und deshalb haben sie gesagt, wenn schon Wasser aus Flaschen, dann wollen wir auch da was Gutes tun. Und das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Also finde ich wirklich toll. Und das ganze Design, auch die Idee mit laut und leise und kleinlaut. Ja, finde ich wirklich sehr, sehr sympathisch. Schön. Ja. Also und, ganz ehrlich. Also wenn man Wasser aus Flaschen will, dann sollte man vielleicht tatsächlich so ein Projekt unterstützen. Und ich finde es ganz schön, dass sie Glasflaschen und Plastikflaschen anbieten, weil ich persönlich finde Glasflaschen immer sehr, sehr unpraktisch, sie mitzunehmen. Naja, das kann man nicht überall auch mitnehmen. Einfach nicht toll. Also zum Beispiel wäre es hier nicht gut, wenn die Referenten Glasflaschen auf der Bühne hätten. Genau, richtig. Wenn da was umfällt und dann splittert das, das will man halt nicht. Genau, richtig. Na, also von daher ist das... Kannst du die aber trinken irgendwie und die haben auch sehr schöne Kooperationspartner, von Hotels bis Restaurants, was auch immer. Also Leute, die so Wasser verkaufen, also jetzt in dem Hotel, wo ich gerade absteige, irgendwie bei denen ist es halt, das ist das einzige Wasser, was die verkaufen. Das finde ich sehr schön. Also ja, die haben wirklich schöne Kooperationspartner. Daran, dass natürlich das Wasser hier aus St. Pauli ist, natürlich auch Support Your Local Dealer ist und dementsprechend natürlich jetzt auch schön ist, dass dann auch solche Hotel- und Gastronomieketten natürlich auch sowas einsteigen, so wie wir auf den Kongress natürlich auch das tun. Ja, ich hatte vorhin gesagt, Bottled Water ist das Problem mit dem Plastik, aber nicht nur. Auch wenn es aus Glasflaschen ist, das Problem ist natürlich auch, dass man Wasser, was es eigentlich überall gibt, zumindest hier in Europa, dann über weite Strecken fährt. Also nehmen wir das berühmte San Pellegrino, das wird halt in den Alpen abgefüllt und dann eben über meistens auch Straßen transportiert und das bringt natürlich ein Problem. Ich glaube, da ist es tatsächlich besser, wenn man bei seinem Lidl um die Ecke irgendwie Billigwasser kauft. Ja, das ist auch nicht klar. Das ist ganz nee. Das Billigwasser hat natürlich auch nochmal Nachteile. Mhm. Zum Beispiel soll das Billigwasser überall gleich schmecken. Das heißt, es wird überall ganz viel an Zeugs dran geschüttet, damit es immer gleich schmeckt. Genau. Das ist auch keine gute Idee. Es wird zwar dezentral abgefüllt, aber zum Teil eben auch so vereinheitlicht. Aber es ist doch erstaunlich, dass Wasser irgendwie so unterschiedlich ist, aber dem so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Genau. Naja, wir haben unserer letzten Folge Nummer 10 ja dem Wasser sehr, sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ja. Genau. Stimmt, ich habe die Reste im Phonogum mal probiert. Ja. Und Biwa Konawa hat halt die interessante Idee, dass man das Wasser auch dezentral abfüllt. Ja. Das heißt, die haben für Norddeutschland Wasser, was hier aus dem Umland kommt, und von einem Brunnen. Und für Süddeutschland haben sie auch einen Brunnen in Bayern, sodass eben man nicht so weit fahren muss mit dem Wasser. Sehr und das cool. ist eigentlich eine sehr gute Idee. Also wie gesagt, ich glaube, die machen viel richtig. Ja. Man kann auch für die Stiftung spenden und so. Also das ist wirklich ein sehr interessantes Konzept. Also ich glaube, wenn man von denen was trinkt oder kauft, dann macht man zumindest nichts falsch. Also ja, außerdem habe ich jetzt den großen Vorteil, dass mein Wasser nach Gin schmeckt. Das liegt aber daran, dass ich den gleichen Becher Gin, genommen habe. Wasser, das nach Gin schmeckt, ist immer gut. Gut, dann machen wir mal weiter im Programm, weil wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ne? Ja, wir müssen auf die Uhr gucken, genau. Ich verabschiede mich, glaube ich, auch an der Stelle, weil... Dankeschön. Ich wollte jetzt zumindest noch mal Tschüss sagen. Tschüss. Nein. Tschüss. So. Ja, lass uns weitermachen. Bis später. Wir machen weiter, genau. Im Text machen wir weiter. Und zwar mit einem wirklich Ur-Hamburger Produkt. Wo habe ich es denn? Ja, das war heute meine Vorbereitung auf diesen Podcast, war ein längeres Telefonat mit einem, wie du schon sagtest, woher kommen die ganzen Brausen? Typischerweise über den Handel hier in Berlin, in Hamburg, Entschuldigung. Zwar, wir sind in Hamburg. Genau, wir sind in Hamburg. Deine Information. Ja, ich merke das schon gar nicht mehr. Ich denke, wir sind jetzt im Phonodrom und ist alles wie immer. Aber wir sind ja heute in Hamburg. Dementsprechend hat damit im Prinzip alles begonnen, und zwar mit einer Rhabarbersaftschorle. Mhm.
von ja, dem lokalen Dealer, der eigentlich Quitting heißt. Richtig? Oder? Sind noch Hamburger hier? Wer kennt es nicht? Ich dachte Reineckes. Genau. Aber das ist für den praktisch die Handelsmarke heißt so. Ah. Genau. Der Getränkehändler heißt Reineckes und der sagte, ist halt von Getränkekiosk bis Großveranstaltungslieferant eigentlich alles. Und das war praktisch das erste Produkt aus dem ihren Haus. Und damit haben sie praktisch ihre erste Limonade kreiert, um praktisch andere Sachen zu verkaufen, die sie nicht selbst herstellen. Also andersrum, sie wollten was selbst herstellen und nicht nur Sachen vertreiben. An der holländischen Reihe. Bitte? Holländische Reihe ist die Adresse. Holländische Reihe, okay. Ja. Rüdiger Reineckes Getränkespezialitätenvertrieb und der Inhaber heißt Heinz-Werner Grimm. Genau, Heinz-Werner Grimm. Hans-Werner Grimm. Hans, genau, richtig. Der möchte auch telefoniert. So, Rhabarbersaftschorle. Genau, besteht aus Rhabarber-Direktsaft, 35%, Wasser, Zucker, Saft der schwarzen Johannisbeere, 2%, Kohlensäure und ja, kommt halt hier aus Altona, alles lecker, probieren wir mal. Ja, und das kenne ich schon länger, das wird nämlich auch in Berlin vertrieben und ich mag ja Rhabarber sehr, ich bin auch sehr für saure Getränke, aber ich finde, das ist ein Tick zu süß. Ja. Und deshalb gibt es einen guten Trick, nämlich man füllt einfach diese 033-Flasche in ein Halb-Liter-Glas, zum Beispiel ein Duppeglas. Genau. Und dann füllt man das mit Mineralwasser auf. Und das dann schmeckt das ideal. Mit laut oder leise? Mit laut, natürlich. Macht sich quasi aus der Schorle noch eine Schorle. Ja, man macht eine Schorle-Schorle. Und die Schorle-Schorle, die hat dann genau die richtige Süßung. Ja. Und das Saure bleibt irgendwie. Also obwohl es verdünnt ist, bleibt die Säure. Also die spürt man. Mhm. Während der Zucker dann nicht mehr so auffällt. Und dann schmeckt es ideal. Mhm. Sehr lecker. Ja. So als Schorle habe ich es noch gar nicht richtig probiert. Ich kenne es nur als normale Schorle. Und da war es mir immer zu süß. Ja, als normale Schorle ist es also zu süß. Also das Originalprodukt. Und wenn man das, wie gesagt, auffüllt auf einen halben Liter mit lautem Mineralwasser, dann schmeckt es ideal. Mhm. Also ich kann es sehr empfehlen. Also das ist wirklich gerade im Sommer dann durchaus erfrischend. Definitiv. Also ich muss sagen, die Frucht schmeckt auch sehr gut durch. Also Rhabarber ist wirklich sehr, sehr präsent. Ja. Mhm. Das zweite Produkt aus diesem Hause. Oh, die haben ein zweites Produkt. Ein zweites, die haben sogar noch ein drittes Produkt. Ui. Mhm. Jetzt wird spannend. Die Spannung steigt. Eine Apfelschorle, eine Naturtrübe, die ich ja sehr, sehr bevorzuge. Und zwar besteht die aus 50% Apfeldirektsaft, also eine 50-50-Schorle, Quittendirektsaft, 10%, Wasser und das war's. Mhm. Klingt gut. Und wie schaut's bei dir? Bitte. Bitte, bitte. Ist das dieses Quittig? Genau. Ah, Quittig. Also. Ich finde auch diese Zeichnung da drauf ist wirklich sehr schön mit diesem Jungen, der diesen Apfel da auf seiner Brust trägt. Also ist praktisch so eine Apple-Fan-Limo, glaube ich. Irgendwie. Mhm. Ja. Hier kommt zu dir. Aber der Apfel ist ganz Quittig. Also mit IG am Ende, was man ja in deutscher Bühnenaussprache ich ausspricht. Also Quittig. Also nicht Quittig, sondern Quittig. Kleine Service-Information. Bildungspodcast. Und in Franken würde das dann Quittert heißen. Quittert, okay. Also mit Quitte versehen. Quitte ist so eine Frucht. Also sehr angenehm, muss ich sagen. Leichte Säure durch den Apfel kommt wirklich durch. Aber nach Quitte schmeckt das gar nicht. Ist ja nur 10%, glaube ich, was da drin war, oder? Also schmeckt sehr nach Apfel. Also Apfel 50%, sehr dominierend. Dominiert sehr. Aber sehr gut, man merkt, nicht süß. Sieht so ein bisschen aus wie naturtrüber Apfelsaft. Ist es ja auch. Ist ja auch, okay. Ja. Schmeckt. Auch das Bild vorne mit dem Apple-Fanboy, auch nicht schlecht. Ja. Der trägt sogar das Basecap richtig, machen auch nur wenige. Mhm. Das Service-Hinweis. Genau.
diese Zunge beim Basecap, die trägt man vorne. Und für normalerweise. Was, genau, um halt diese Sonne irgendwie fernzuhalten. Genau. Total praktisch. So, das dritte Produkt aus diesem Hause ist, habe ich hier in einer Special Edition. Oh. Und zwar habe ich hier eine Flora Power 0,2 Flasche. Ah, und diese Flaschen, die in teuren Diskotheken genau gegen irgendwie 8 Euro verkauft werden. Oder einen halben Arm, je nachdem. Ja, genau. kann man da bekommen. Und das ist auch ein Produkt dieses Getränkehändlers. Und da habe ich heute sozusagen eine Schnellbesuchung bekommen zu dem Thema. Und zwar lag das daran, er hatte jahrelang diese Clubmate hier in Hamburg vertrieben. War auch der stärkste Händler an Clubmate hier in Hamburg. Hat aber das Problem gehabt, dass ihm Clubmate keine Flaschen 0,33 mit Kronkorken verkaufen wollte, was er eigentlich für den Gastrobereich gebraucht hat. Und da haben sie sich nicht wirklich so drauf einigen können, was da jetzt passiert oder wann das denn kommt. Es kam ja letzten Endes nach dem großen Druck. Aber so haben sie halt gesagt, okay, wir möchten gerne selbst eine Mate herstellen. Was so witzig? Ach so, die Kamera liegt falsch. Dann liegt die Kamera falsch. Und dementsprechend haben sie dann ein Mate-Rezept selbst entwickelt und dann angefangen 2005 mit der ersten Abfüllung der Flora-Mate. Und sie wollten sich dem Club-Mate-Konzept so ein bisschen anlehnen, aber doch anders sein. Und das ist denen wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und in der ersten Abfüllung hatten sie nur 450 Liter. Und da hatten sie echt große Probleme, einen Abfüller zu finden. Und haben dann letzten Endes einen kleinen Abfüller gefunden in Bayern, der für die dann die Flaschen abgefüllt hat. Aber sagen nicht mehr. Nee, sagen nicht mehr. Wollte mir auch nicht sagen. Gar nicht. Also es ist natürlich geografisch im Freistaat Bayern, aber jetzt sagen, der Abfüller war in Franken. Aber und, wir werden es nicht herausfinden. Nee, leider nicht, wollte es mir auch nicht sagen. Problem war, der hat natürlich auch die lokalen Abfüller hier gefragt. Da in Hamburg und rund um Hamburg wird natürlich viel Bier abgefüllt. Aber das Problem war, mit diesen kleinen Mengen, mit denen er angefangen hat, konnte er keinen finden, der ihm das Ganze praktisch wirtschaftlich abfüllen kann. Zum Beispiel Holsten hatte gesagt, ey, für 450 Liter... Unsere Beförderungsanlagen für das Zeug ist einfach länger. Da können wir keine 450 Liter reinkippen. Das kommt da unten nie raus. Und dementsprechend sind sie halt auf diesen kleinen Familienbetrieb gegangen. Und mit denen sind sie halt nach wie vor zugange und füllen halt da die Flora-Mate ab. Und jetzt kommt eine Frage ans Publikum. Wo wird denn die Flora-Mate am meisten getrunken? Okay, ich habe es leider nicht verstanden akustisch. Hier in Hamburg? Auf dem Kongress, ja. Was glaubt ihr noch? Andere Städte vielleicht? Bitte? Es gibt ein Mikrofon, da kann man auch hingehen und das einfach äußern. Halt, da muss noch ein Power gedrückt werden. Ah, die Technik. Ah, komm. Die Technik. Hört man mich? Ja, okay, man hört dich. Das ist dann eh wunderbar, weil mit Professor Hase wollte ich eh noch interviewen. Da können wir gleich anfangen. Weil davon abgesehen, weil Sie ja jedes Jahr Frau Merkel und Co. auf die Zunge schauen und das genieße ich. Aber weil ich hätte gesagt, TU Graz... wenn jetzt einer zuhört, liebe Kollegen von der BIS Telematik, Basisgruppe Informatik Telematik, die saufen sich kistenweise die Mate. Okay. So im Schnitt 200 Kisten im Jahr gehen da durch. Okay. Aber es klappt ja so als Städte. Was wird denn in Deutschland an Städten getrunken? Also ganz klar, das Zeug wird hier in Hamburg hergestellt, aber nicht am meisten in Hamburg getrunken. Trotz Kongress ist Berlin Nummer 1 im Mate-Verbrauch, auch bei Flora-Mate. Danach kommt Hamburg und dann kommt unsere Schweizer Kollegen in Zürich,
Die sind quasi Nummer 3. Also das war ich, fand ich sehr spannend. Ja, die wissen, was gut ist. Auch natürlich die Leute von der TU Graz. Ganz genau. Vielleicht sind die Nummer 4, kann natürlich auch sein. Ist aber bei denen nicht der All-Time-Bestseller, sondern der All-Time-Bestseller ist bei denen die saure Rhabarberscholle. Und zwar ist dann ganz klar, Nummer 1 ist was? Nein, es ist nicht Hamburg, es ist Berlin. Dann kommt Köln und dann kommt die gesamte Schweiz. Und erst dann kommt Hamburg. Fand ich total faszinierend. Ja, ist auch gutes Zeug. Also ich finde wirklich, diese Rhabarberschorle verdünnt natürlich, ist große Klasse. Aber ich finde auch die Floramate sehr lecker, weil die ein bisschen matiger schmeckt als die Clubmate. Die Clubmate hat so einen neutralen Geschmack. Wobei ich ja finde jetzt seit heute, die Charity Mate ist besser. Noch matiger. Aber wenn der doch nun unbedingt Kronkorken haben wollte, warum macht er dann die Special Edition wieder mit Rehverschluss? Ja, das war jetzt einfach nur so ein Gag für uns. Also wir haben die nochmal in groß, habe ich nochmal dastehen, in 0,33. Das war jetzt einfach mal zu zeigen, dass der Markt verlangt auch nach diesen Clubgrößen, heißt es. Das heißt also, dass du halt in Bars und in Clubs halt auch passende Portionen ausschenken kannst. Mhm. Weil der sagte auch, sonst hält sich der Gast den ganzen Abend an so einer 0,5er Flasche fest. Und so hat er halt jedes Mal was zum Nachbestellen, genau. Also das ist für den Gastrobereich ganz wichtig. Und bei so einer kleinen Flasche kann man wieder einen Schraubverschluss drauf machen, weil die sowieso keiner mehr zuschraubt. Genau. ich sollte einen ganz netten Hinweis noch geben zum Thema Floramate. Auch wenn er in Österreich ganz viel davon trinkt, der gute Mann hätte gern sein Leergut zurück. Weil, also das ist jetzt die offizielle, Appell an euch bitte, wenn ihr Flora Power Leergut habt, bitte bringt es zurück. Er sagt, es ist ein ganz, ganz großes Problem, das Leergut zurückzubekommen und neues Leergut für die Flaschen herzustellen. Dementsprechend freut er sich ganz, ganz toll, wenn er das Leergut auch wieder zurückbringt. Damit ist allen geholfen. Ja, außerdem, das Gleiche hört man ja immer auch von dem Clubmate-Hersteller, Loscher. Mhm. Der sagt uns ja auch immer, wenn wir da eine Brauereibesichtigung machen, die Gelegenheit besteht wieder 2016 im Rahmen der ICMP und dort ist es halt so, dass also bei Loscher, dass sie auch nicht genug Rücklauf haben, was Flaschen angeht und von daher, also gebt das Zeug mal zurück. Der Herr Loscher meinte, irgendwo in Berlin müsste es irgendwie Häuser voll mit leeren Flaschen in Pappkartons geben, weil irgendwie die Kästen wohl schon kommen, aber nicht die Flaschen. Also was mit den Flaschen ist, ist ihm völlig, völlig unklar. Also das ist wohl immer das Problem. Andererseits muss ich auch sagen, wir kommen ja alleine auf die Lidmate. Ich habe einen Kasten, einen leeren Kasten Lidmate, allerdings 0,33 Flaschen im Keller, die ich nicht loswerde, weil alle Getränkehändler immer sagen, das kennen wir nicht, das wollen wir nicht. Und naja, also das ist auch nochmal ein Problem. Vielleicht noch ganz kurz zur Floramate, Florapowermate, die ist auf jeden Fall, finde ich, vom Geruch her auch sehr, sehr malzig. Und das Schöne ist halt, sie ist nicht so süß und sie schäumt viel, viel schöner. Ich finde, Clubmate schäumt immer sehr extrem. Und die Flora, die ist eher so von der Schäumung her angenehmer. Ja, das stimmt. Aber dann sollten wir jetzt die dritte Mate im Munde auch noch gleich nehmen, denn die hängt auch so ein bisschen mit der Floramate zusammen. Es geht nämlich um Lidmate. Genau, 1337 Mate. Und die Lidmate ist ja tatsächlich die erste Edition Lidmate, war ja Floramate mit anderem Etikett. Ah, okay. Wobei das Etikett ja eine ganz große Rolle spielt, weil das ja Sammlerwert hat. Das Problem ist es nur, wie neutralisiere ich den Geschmack von der Floramate, bevor ich die Lidmate trinke. Mit leise. Ah, nee, ich habe noch Gin. Ah, Gin. Du Fuchs, du. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Neutralisierung. So, ja, dann gebe ich dir mal, ich muss noch neutralisieren. Moment. Du hast keinen Gin. Tja. Ja, ich habe keinen Gin. Extra schade. So. Hier ist auch ein schönes Etikett drauf. Ja. Da ist so eine Hand drauf, die die Finger zu einem V geformt hat. Ja. Ungefähr so. Ich kann es gar nicht. Du kannst es nicht? Nee, ich kann das nicht. Na, dann musst du aber üben. Aber als Nerd. Klavier spielen soll helfen. Ja, ich sollte, ja. So, ja. Herr Hase, würde ich... Also es riecht matig, aber es riecht auch irgendwie erinnert mich dieser Geruch immer so ein bisschen an Gummibärchen.
An Gummibärchen? Kann das sein? Was nee. Sagen die Experten? Also ich sage, es riecht matig, aber dass dieser Geruch, was du da raus riechst, ist keine Gummibärchen, sondern das ist so Weingummi-mäßig. Ja, ja, Gummibärchen ist für mich was. Also, Weingummi, wie auch immer. Oder man könnte auch sagen, alter Reifen. Nö. Das riecht eigentlich angenehm. Oh, haben die Rezeptur geändert? Ja, das tun sie doch immer mal. Ich hatte die aber so ist die, ja, doch, doch, doch. Also habe ich sie auch in Erinnerung. Ich hatte die komplett super süß in Erinnerung. Mm-mm. Nee, nee, also so, das ist die Rezeptur, die ich auch kenne. Die ich auch sonst getrunken habe. Ja, okay. Also wie gesagt, ich habe zur Unterstützung des Projekts mal einen Kasten bestellt, der jetzt bei mir im Keller steht und den keiner haben will. Also in leer. Nee, finde ich sehr gut. Man merkt halt auch von der Farbe her etwas heller, ne? Mhm, etwas heller, das stimmt. Und schmeckt... Geht so ein bisschen ins Rötliche sogar, aber das passt ja zur Mate. Problem ist natürlich so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, die hat zu wenig Kohlensäure. Also was so die Clubmate zu viel ja, hat. Ja, das ist, liegt daran, dass die Clubmate so viel hat. Man ist das so gewohnt. Mhm. Und da ist die aber Kohlensäure auch sehr, sehr fein. Wenn du mal so guckst, wenn ja. es ein bisschen schwult, dann ist die wirklich sehr, sehr fein. Nee, finde ich gut. Wir müssen noch mal einen Genusskast über Mate-Limonaden machen. Oh, da ja. gibt es ja noch viel mehr. Und da gibt es ja auch einige, die sehr feinperlig sind. Mhm. Ich finde zum Beispiel die Kolle-Mate. Stimmt. Die ist sehr feinperlig. Die hat allerdings den Nachteil wiederum, dass sie sehr süß ist. Mhm. Vielleicht muss man da eben auch mal strecken mit als Schorle-Schorle. Ja, könnte man überlegen. Ja. Aber ist gut. Also ich mag die wohl. Ja. Nee, finde ich sehr gut. Liegen wir eigentlich zeitlich? Ich gucke mal hier rüber in die Regie. Zeitlich liegen wir. Wir liegen sehr gut in zeitlich, sagen sie uns. Na dann können wir noch ein bisschen was erzählen. Also Liedmate ist auch eine lange Geschichte. Es gibt einen Artikel von Ole Reismann, also einem bekannten Autor, der auch immer auf solchen Veranstaltungen vom Chaos Computer Club ist und dann darüber schreibt. Und dessen Schreibe, um mal dieses komische Wort zu verwenden, weil ich das noch nicht so richtig festgemacht habe, woran es liegt, ist immer so ein bisschen von oben herab. Ich finde aber, der Artikel über Liedmate hat den Vorteil, dass er nicht ganz so schlimm herablassend ist, wie bei anderen Themen. Da berichtet er von der Entstehung der Liedmate und auch darüber, dass die Etiketten so Kult sind und die Leute das halt sammeln. Und das ist eigentlich auch wirklich sehr interessant. Was haben wir hier? Da haben wir die Hand drauf. Dann erläutert er noch andere Dinge. Zum Beispiel, dass es da welche gibt mit dem sogenannten Pedobären. Da meint er, das sei irgendwie eine Anspielung auf Pädophilie im Web. Also ich glaube, da hat er sich nicht richtig informiert. Der Pedobär heißt nämlich Pedobär. Weißt du, warum der Pedobär heißt? Nö. Weil der Füße hat. Und laufen kann. Das ist so eine Anspielung auf Perpedes. Perpedes, ja, genau. Zu Fuß. Ja. Hat also mit Pädophilie gar nichts zu tun. Okay. Ja, ich habe so eine Liedmate-Flasche auch noch irgendwo rumstehen mit so ASCII-Art drauf. Da schreiben genau. sie, glaube ich, auch mit dieser Space Invaders-Geschichte. Die habe ich auch zu Hause, ja. Also es gibt da wirklich verschiedene Sammeletikette, die da die Leute sich dann irgendwie ins Regal stellen. Ja, das ist wirklich schön. Also die Gestaltung finde ich wirklich nett. Auch dieses Grün und also Schwarz-Grün wie die alten Bildschirme. Genau, so Terminal. Die ich ja auch als Farben gewählt habe für den Liedkultur-Podcast. Aber du hast ja auch bestimmt, zu deiner Zeit hast du bestimmt noch auf Bernstein auch noch gearbeitet, oder? Ich hatte Bernstein, ja, ja. Also Grün hatte ich eigentlich nicht wirklich. Sondern Bernstein war da schon. Bei mir war alles schon bunt oder fast bunt. 16 Farben. So jung bist du. Tja. Bei mir war am Anfang noch locker angesagt. So alt bin ich. Naja. Ja, aber wirklich ein empfehlenswertes Getränk. Ich finde auch, es schimmert schön. Die Farbe ist wirklich gerade in der Flasche. Weil die Flasche ja noch zusätzlich grün durch die Etiketten hat. Sind ja zwei vorne und hinten. Also das passt.
Also gefällt mir. Es ist wirklich vorzeigbar und ich glaube, dass man die Leute auch unterstützen sollte. Die sind ja hier direkt aus der Community. Genau. Und ja. Hört man auf jeden Fall tun. Also auch sehr lecker. Also ich finde es geschmacklich auch einfach hervorragend. Ja, genau. Und in Ole Reismanns Artikel kommt auch das schöne Wort Matekalypse vor. Genau. Das kennt man ja. Ja, von Clubveranstaltungen. Genau. Ah, Herr Loscher hat übrigens auch, nee, beziehungsweise nicht Herr Loscher selber, sondern sein Braumeister hat uns übrigens auch erzählt, wann sie merken, dass Großveranstaltungen stattfinden in Deutschland. Okay, erzähl. Also es ist natürlich nicht der Kongress, früher mal, aber das merken sie nicht mehr so. Sie produzieren ja inzwischen im Mehrschichtbetrieb rund um die Uhr und den Kongress merken sie nicht mehr. Aber sie merken, sagte er, ja, da gibt es im Sommer so ein Festival irgendwo in Norddeutschland. Das merken wir, also die Fusion. Die Fusion. Ist offensichtlich das Ereignis mit dem größten Clubmate-Verbrauch, wo dann auch die Firma, die das liefert, Schwierigkeiten hat. Mhm. Also tatsächlich die Mate-Kalypse immer bevorsteht, was übrigens an dem fehlenden Rücklauf an Flaschen liegt. Sehr gut. Und deshalb gibt es für dieses Festival auch Sonderetiketten. Und ansonsten, ja, hat natürlich die Mate-Kalypse auch dazu geführt, dass dann eben Leute die Lücke füllen wollten und so eben auf die Idee gekommen sind, eigene Independent Brausen herzustellen. Apropos Etikett, es gibt ja auch dieses Jahr für den Kongress, wenn jemand auf seine Flora Power Mate mal guckt, ist ja auch die Fairy Dust drauf. Da gibt es also sozusagen für uns ein Sonderetikett, weil auf dem Originaletikett ist es halt nicht vorhanden. Da hatten sie überlegt, wie man das drauf designen kann. Da war die Idee, gegebenenfalls auf die Klebefläche das hinten drauf zu machen, dass es sozusagen durchscheint oder durchschimmert. Aber nach vielen Hin und Her hat man auch gesagt, komm, die Fairy Dust muss vorne drauf und so hat man es dann getan. Und dementsprechend die Mate, die man hier kaufen kann, beinhaltet die Fairy Dust. Und wer sich da weitergehend informieren will, noch ein Buchtipp. Natürlich das Buch Hackerbrause von Katrin Ganz, Jens Ohlig und Sebastian Vollenhals. Der Name passt. Und da geht es um Hackerbrausen. Allerdings ist das Buch jetzt, ich weiß gar nicht, ob Sie das überarbeitet oder aktualisiert haben. Ich glaube das nicht. Hat ja schon ein paar Jahre und diese ganzen neuen Mate-Getränke sind noch gar nicht richtig verarbeitet, glaube ich. Aber sei denn, es gibt eine neue Auflage. Ich kenne nur die erste. Also ich glaube, es gibt keine neue Auflage, aber was sehr schön ist, der Blog dazu zur Hackerbrause, der ist immer sehr aktuell. Das heißt, das kann man als gute Ergänzung zu dem Buch eigentlich mit dazu nehmen. Ja, das ist sicherlich eine gute Idee. Ja. Ja. Ich glaube, machen wir es durch. Ja. Dann, glaube ich, war das eine ganz gute... Wir haben noch 5 Minuten, wir haben noch, können noch Publikumsfragen, Twitter-Menschen... Twitter-Fragen, ich kann ja mal wieder meinen Twitter betrachten. Extra ausgemacht. Gibt es denn Fragen, Anregungen, Ideen? Was möchtet ihr noch wissen? Möchte jemand was probieren? Ah. Dafür gibt es ein Mikrofon. Ich kann hier noch was aus Twitter berichten. Gehaltvoll weist darauf hin, Wasserkleinod ist übrigens nicht still, sondern Medium. Ah, okay. Ich muss dazu sagen, still bedeutet ja im Deutschen nicht, dass keine Kohlensäure drin ist. Deshalb habe ich still vorhin gesagt. Also naturell ist die deutsche Bezeichnung für das Wasser ganz ohne Kohlensäure. Okay. Also still und Kleinlaut kommen sich schon nahe. Obwohl auch es nochmal vielleicht einen Unterschied gibt zwischen Medium und still. Von daher mag es sein, dass Kleinlaut eher Medium als still ist. Aber still bedeutet eben nicht wirklich ganz ohne Kohlensäure. Das sollte man vielleicht auch noch beachten. Aber trotzdem danke für den Hinweis. Also Kleinlaut eher Medium vielleicht als still. So, Fragen? Ja, ich nochmal. Weil der nächste Sommer kommt ja auch bald wieder. Was ist euer Favorit im Bereich Limonaden, Cocktail, Mischungen mit Alkohol? Was sagt ihr? Was könnte man am ehesten machen? Oder was sind eure Favoriten? Ich habe jetzt gerade akustisch... die Frage nicht so ganz verstanden. Du musst vielleicht näher ans Mikrofon. Ich hoffe, ja. Was sind eure Favoriten, Cocktailmischungen, wo man eben Limonaden dazu gibt? Also da natürlich unsere Eigenkreation. Ja, genau. Es gibt eine Eigenkreation.
Das können wir bei dieser, an dieser Stelle nochmal sagen. Also wir haben vor zwei Sommer ein neues Alkoholmischgetränk entdeckt, nämlich den Matisse. Das ist Clubmate oder auch andere Mate, aber ich finde Clubmate passt da sehr gut mit Pastis. Also ganz hervorragend, sehr erfrischend, kann ich sehr empfehlen. Und was würdest du sonst noch empfehlen? Also Chung natürlich. Chung, der Klassiker. Ich finde, man kann auch, also auch ein Favorite von mir ist, wenn man einen Long Island Ice Tea macht, statt mit Cola aufzufüllen, auch mit Mate aufzufüllen. Das kommt auch immer sehr gut. Ich finde auch Mate ist ein ganz guter Ersatz für Cocktails oder Longdrinks, die Cola-basierend sind. Das ist eigentlich eine ganz gute Ergänzung oder Variante dazu. Und so eine Art Kuba-Mate habt ihr noch nicht ausprobiert, oder? Nee. Danke. Gut, danke. Weitere Fragen, Anmerkungen? Ja, ich habe gerade ein Zeichen bekommen, dass wir noch 2 Minuten haben. Also, können noch Fragen gestellt werden. Ansonsten kann man natürlich uns die Fragen auch anschließen per Twitter, E-Mail, Kommentarfunktion. Kommentarfunktion gibt es auch. Stellen. Wir sind eigentlich relativ responsiv. Und das können wir auch noch ankündigen. Beim nächsten Mal, Folge 13, geht es dann wirklich um Butter. Genau, Butter. Ein breites Thema. Ja, dann können wir eigentlich schließen. Genau, ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr könnt hier noch zugreifen, es steht hier noch was da, das muss alles weg, alles muss raus. Genau. Und du hast dann noch Preise für die beiden, die was wussten. Genau, die kriegen nämlich gleich noch von mir noch eine Flasche zu und dürfen sie mit nach Hause nehmen. Super, gut. Dankeschön. Ja, danke, tschüss. Tschüss.